Hallo und herzlich willkommen im Wald. Folgendes, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir versuchen, ihr seht ja, da liegt so weißer Belag, mal ein Feuerchen auf Schnee. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach und klappt auch längst nicht jedes Mal. Je nachdem, wie schlecht man sich vorbereitet, klappt es nämlich eben auch nicht. Das ist auch durchaus was, worauf man reinfallen kann, wenn man meint, man kann Feuer machen. Und wenn man meint, okay, solange ich jetzt nicht Feuer bohren muss, sondern irgendwas zum Anzünden dabei habe, dann ist mein Training, was Feuer machen angeht, soweit abgeschlossen. Dann kann man sich nämlich wundern, wenn man versucht, auf Schnee oder unter Schneereich Bedingungen Feuerchen zu machen. Weil ich kann schon mal so viel verraten, wenn man nach dem üblichen Muster Holz sammelt, ja, also auch die Regeln zum Finden von trockenem Holz kennt, dann ist dieses trockene Holz, ja, das auch einen schöne Knackgeräusche macht, wenn man es bricht, was auf einen trockenen Kern hinweist. Ja, das war jetzt kaum zu hören, ist halt ein dünner. Moment, nehmen wir mal einen dickeren. Ja, also ein schönes trockenes Knacken und der Kern ist auch trocken. Ne? Also die sind im Inneren, wenn man dahin lang mit einem trockenen Finger, kann man feststellen, ist trocken. Aber wenn man ohne Handschuhe arbeitet, um eben zu testen, wie nass das Holz eigentlich so ist, dann stellt man fest, außen ist es trotzdem sehr, sehr nass. Ja? Und da wir es jetzt nicht jeden Zweig einzeln abtrocknen können, müssen wir damit leben, dass wir unter solchen Bedingungen, wie ihr sie da hinten sehen könnt, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit kein einziges Stück wirklich oberflächentrockenes Holz finden können. Das Beste, was wir noch kriegen können, sind welche, die im Inneren zumindest mal trocken sind. So, das muss einem klar sein, ja? Unterm Schnee irgendwelches Holz aufheben kannst du gleich vergessen. Grundsätzliche Regeln erstmal zu, was für Holz kann man denn überhaupt so finden, wenn eine Schneedecke da ist. Also wenn jetzt gerade frisch geschneit, ja, und sämtliche Ästchen mit so einem weißen Zuckergussbelag überlagert, dann findet man schlicht und ergreifend gar nichts Trockenes, zumindest nicht an der Oberfläche. So, und jetzt kommen die ganzen Leute, die einen Grund haben wollen, ein riesiges Messer mit sich herumzuschleppen zum Tragen, weil tatsächlich ist das jetzt eine der seltenen Situationen. Man kommt auch klar ohne ein großes Messer, aber es ist eine der seltenen Situationen, in denen das zumindest mal hilfreich ist, weil damit kann man sich jetzt theoretisch irgendeinen abgestorbenen dicken Stamm suchen. Gibt es hier hinten jetzt spontan auch nichts, was ich da groß ansprechen würde. Der muss schon wirklich auch eine gewisse Dicke haben. Ja, und da kann man jetzt ein Stück raushauen mit seinem fetten Messer und dieses dann wiederum spalten. Und das habt ihr garantiert schon mal gesehen. Und dann kriegt man halt eben 4/4, wie so 4 Kuchenstücke von eben so einem Stück Holz. Ne? Und von dem Inneren dieser 4/4, die dreht man dann so, dass die Kuchenspitze zu einem zeigt und nimmt einen herzhaften Biss. Nee, aber da kann man dann mit dem Messer entsprechend Material abschaben, das im Inneren des Holzes war, das über viele Sommer möglicherweise da schon liegt und entsprechend ausgetrocknet ist im Inneren. Und ob es dann da im Winter mal ein bisschen Schnee drauf legt oder generell feuchte Bedingungen herrschen oder es halt mal ein bisschen oberflächlich drauf regnet, das ist für das innere Holz egal, das ist dann schon relativ trocken. Also das ist Möglichkeit Nummer 1. Das ist in vielen Fällen mit einem sehr großen Aufwand verbunden, bis man dann die nötige Menge an Holz zum Feuerleranzünden überhaupt rangekommen ist. Geht aber. Möchte ich jetzt heute aber nicht machen, weil dazu gibt es auch genug Videos. Das hat man alles schon ein paar Mal gesehen. Ja? Ich bin ja ein Vertreter des Stöckchenfeuers. Heißt, ich renne rum und sammle Stöckchen. Und beim Stöckchen sammeln musst du jetzt Folgendes beachten. Ich habe ja schon gesagt, niemals unterm Schnee. Alles, was unterm Schnee gelegen ist, brauchst du gar nicht aufheben. Hin und wieder guckt aber ein Stöckchen aus dem Schnee raus. Ich zeige euch gleich noch 2, 3 Beispiele. Und der Teil, der aus dem Schnee rausguckt und man sieht, dass das schon länger abgestorben ist und Totholz ist, ja, also ein Ast, der irgendwann mal vom Baum gefallen, ein Zweig, der irgendwann mal vom Baum gefallen ist, dann kann man den Teil, der langfristig aus dem Schnee rausguckt, schon abbrechen. Und wie gerade erwähnt, im Inneren ist der dann auch furztrocken, weil der liegt da auch schon eine ganze Weile, ist nicht einer dauerhaften Feuchtigkeit ausgesetzt und steht eben in die Luft. Und dadurch, dass der in die Luft steht, also als ich den eingesammelt habe, ne, steckte der so zum Beispiel im Schnee. Und diesen Teil, der da jetzt hier rausschaut, der hat 365 Tage im Jahr, 24 Stunden lang Luft.
Zirkulation. Das trocknet verdammt schnell ab. Das heißt, der ist im Inneren auch trocken. Insbesondere, wenn er noch eine Rinde hat, weil Rinde hat eigentlich fast immer die Eigenschaft, dass sie plus minus sehr wasserdicht ist. Und das bedeutet, da kommt gar kein Wasser ans Innere ran. Also das Wasser, was ursprünglich im Zweig drin war, als er noch gewachsen ist, das ist inzwischen rausgetrocknet. Ja? Und also fast wasserdicht. Ja? Er trocknet vor allen Dingen nach da unten raus oder nach da oben raus, wo halt irgendwelche Bruchstellen sind und ein Stückchen, ein bisschen was der Feuchtigkeit an sehr trockenen Tagen diffundiert auch durch die Rinde. Natürlich kommt auf dem Weg auch ein bisschen was wieder rein. Aber netto wird er immer trockener, je länger liegt. Ja? Bei Durchschnittswetter, weil durchschnittlich ist halt nicht 100% Luftfeuchtigkeit und solche Späße, sondern durchschnittlich ist eher trocken. Jedenfalls so trocken, dass ein ansonsten sehr nasser Stock langsam austrocknet. So, so viel zur ganz simpel erklärten Physik. Worauf wollte ich hinaus? Genau, also das hier ist wirklich trocken im Inneren. Das Problem ist jetzt folgendes. Selbst wenn wir solches Holz finden können, Kategorie trocken im Inneren, dann haben wir immer noch die Schwierigkeit, dass es halt außen immer noch feucht ist. Und die Feuchtigkeit außen, die müssen wir wegkriegen und die der äußersten Schichten. Jetzt gibt es nochmal eine Möglichkeit, wenn man eben kein Messer, großes Messer hat, um was zu spalten. Man kann hier die Rinde abschälen, dann ist das Ganze schon erheblich trockener. Ist aber ein scheiß Aufwand und würde ich wirklich nur machen, wenn mir überhaupt nichts anderes einfällt, wie ich jetzt irgendwie ein Feuer ankriegen soll. Variante 2, wir haben irgendwoher einen guten Zunder. Und das ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig. In jedem Fall braucht man, wenn man im Winter bei Schnee ein Feuerle machen möchte, braucht man einen guten Zunder und davon reichlich. Ja, reichlich bis viel, bis ganz viel. Im Idealfall ganz viel. Habe ich jetzt natürlich dabei. Sonst müsste man jetzt, und das kann durchaus schief gehen, wenn man eben in eine Notsituation kommt und spontan ein Feuer bräuchte, jetzt also schnell, dann müsste man erstmal noch rumrennen und verzweifelt nach Zunder suchen. Das kann schon mal schief gehen, wenn man nichts dabei hat, und dann kommt man durchaus möglicherweise, aber das ist ein Thema für vielleicht eventuell ein andermal. Ne? Ja, aber jedenfalls jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben aus irgendwelchen Gründen Zunder, und zwar viel. Durchaus darf also durchaus Naturzunder sein, muss jetzt gar nicht irgendein selbstgemachtes Teil von zu Hause sein mit technischen Hilfsmitteln, also Wachs zum Beispiel oder sowas. Dann ist das Geheimnis wirklich nur noch das trockenstmöglichste Holz, das zumindest innen drin trocken ist, zu finden. Und dann können wir durch die Menge an Zunder so lange eine Flamme am Laufen erhalten, bis die Energie der Flamme, die der Zunder liefert, ausreicht, das ganze Wasser zu verdampfen, was hier außen unser jetzt bald brennendes, hoffentlich brennendes Material nass macht. Ja? Und darum ist es so wichtig, reichlich Zunder zu haben am Anfang. Am Anfang, bis das Feuer dann halt mal richtig brennt. Dass man Zeug nur nimmt, was aus dem Schnee rausragt, haben wir auch gesagt. Wo kann man noch schönes Holz finden? Zum Beispiel am Baum. Ne? Nehmen wir mal an, hier würde jetzt so ein Ast abstehen. Ja? Da, an dem da direkt hinter mir. Dann wäre der ja auch schon langfristig, und das ist so ein abgebrochener Ast, der ist schon lange tot. Der hängt da schon lange am Baum und der hängt auch schon lange 365 Tage im Jahr, 24 Stunden jeweils in der Luft und ist entsprechend trocken. Den müssen wir jetzt nur noch abbrechen. Dabei aufpassen, dass man die Rinde vom Baum nicht beschädigt und dann nichts abbricht, was nicht wirklich totes Material ist. Drum lieber ein bisschen weiter außen abbrechen und noch einen Stumpfen stehen lassen, damit man da ja nichts kaputt macht. Auch da spreche ich vielleicht noch mal woanders drüber. Aber das wäre auch noch so eine Möglichkeit, wie man da rankommen kann. Und dann gibt es manchmal noch einjährige Pflanzen, deren Überreste wir aus dem Schnee rausgucken, sehen können. Da zeige ich euch mal ein bisschen, mal ein Beispiel. Und die kann man zur Not, wenn einem nichts Besseres einfällt, vielleicht auch verwenden. Das ist nicht immer so die optimalste Lösung. Aber ich zeige es euch einfach mal schnell. Ja? Kommt mal mit. So, also hier Beispiel für abgestorbene Pflanze aus dem Sommerhalbjahr. Das hier ist nämlich was, ist völlig egal, was das ist, aber das kann man gleich, wenn man es abknickt, merkt man sofort, oh, das knackt schön. Und das kann man jetzt nicht hören, das Mikrofon steht andersrum, aber das ist tatsächlich trocken, weil das lebt nur quasi ein Jahr, eine Vegetationsperiode, stirbt dann im Herbst, Spätsommer, je nachdem, ab, bleibt dann natürlich noch eine Weile stehen, und wenn der Schnee kommt, dann liegt er unten drunter und das Zeug selber trocknet relativ schnell wieder ab, nachdem der Schnee runtergefallen ist. Ja? Und das ist
einigermaßen trocken und brennt auch einigermaßen. Ist natürlich nicht so gut wie Holz. Wäre höchstens fürs Anzünden erstmal ein Thema, damit man halt wenigstens überhaupt mal irgendeine Flamme zum Laufen bringt. Und da brennt das relativ schnell an, ist dann auch schnell verbrannt und liefert nur ein kleines bisschen Wärme. Aber ein kleines bisschen Wärme ist halt besser als gar keine. Wichtig, wenn man sowas einsammeln will und guckt sich um und sieht hier sowas aus dem Schnee ragen, das beispielsweise ist ein Gehölz. Ja? Das heißt, das lebt noch, das ist jetzt nur kahl, weil es halt eben nun mal im Winter kahl ist, wie alle Laubbäume und viele Sträucher. Und das bedeutet, damit können wir gar nichts anfangen. Also selbst wenn wir das jetzt abbrechen würden, erstens bricht das nicht so leicht, sondern fasert so richtig schön aus, weil es halt eben noch nass ist, noch lebt, noch stabil ist. Und das brennt überhaupt nicht. Damit können wir also nichts anfangen. Ja, also wichtig, darauf achten. Wirklich, wenn man schon so ein Zeug sammelt, dann auch gucken, dass das auch wirklich was Totes ist und nichts, was einfach nur winterkahl ist. So, hier könnt ihr jetzt vielleicht gegen den Himmel einigermaßen erkennen, da steht sowas rum, das sich nicht scharf stellen möchte. Ja, und das ist quasi ein toter Baum, der noch steht und der hat logischerweise auch tote Äste hier links und rechts weg. Schwierig gegen den Himmel, kann ich nicht gescheit filmen, aber ich denke, man kann es erkennen. Und wenn wir jetzt an die rankommen würden, die sind einen Ticken hoch, das heißt, da müsste ich jetzt hüpfen und da habe ich keine Lust zu. Aber wenn wir an die rankommen würden, wären die wahrscheinlich zumindest auch im Inneren recht gut trocken und würden sich dann auch als Brennholz eignen. Zumal auch die jetzt eben, wie gerade eben erwähnt, 365 Tage, 24 Stunden Luft umzirkelt und das trocknet dann eben auch schnell ab. So, und dann sind da noch so Sachen wie das da. Ne? Da wären die Teile, die langfristig aus dem Schnee rausragen, auch durchaus noch eine mögliche valide Quelle für brauchbares Brennholz. Muss man sich natürlich auch klar machen, je dicker das ist, desto schwerer ist es anzuzünden. Das heißt, was Dickes drauf zu werfen, macht erst Sinn, wenn das Feuer eine Weile brennt. Was Dickes hat auch vergleichsweise viel Rinde und vergleichsweise viel Oberfläche, äußere Oberfläche, die dann halt eben nass ist und das bringt einem nochmal zusätzliches Wasser ins Feuer, nimmt dem Feuer sozusagen Energie und erst wenn das Feuer genügend überschüssige Energie hat, dass die Energie ausreicht, sowas trocken zu kriegen, sollte man das auch erst draufschmeißen. Das machen wir heute gar nicht erst, Hölzer dieser Kategorie kommen für uns nicht in Frage, weil wir wollen nur mal ein bisschen demonstrativ ein ganz kleines Feuerchen machen. Das reicht völlig, wenn das 10 Minütchen brennt, wenn überhaupt. Und dann darf das auch wieder ausgehen. Ich will einfach nur demonstrieren bis zu diesem Punkt und dann hat man es eigentlich geschafft. Das Feuerchen dann weiter zu unterhalten, ist dann meistens das deutlich kleinere Problem. Aber sowas käme dann eben für später durchaus auch noch in Frage. So. Ja, die nächste spannende Frage ist jetzt, wo machen wir denn jetzt unser Feuerchen? Direkt auf dem Schnee ist eigentlich die schlechteste Lösung. Toll ist natürlich, wenn man einen kleinen Sonderstandort finden kann. Ja, sorry, wegen der Wackelkamera geht gerade nicht besser. Sonderstandort wäre zum Beispiel eben dieser Baumstumpf. Da kann man recht einfach den Schnee runterräumen. Das kann man auch, wenn man zum Beispiel schon etwas entkräftet ist und ganz schnell ein Feuer braucht. Der ist ruckzuck für die Größe eines Lagerfeuerchens ein kleines, soweit erst mal geräumt, dass man darauf was anzünden kann. So, und dann hat man eben quasi zwar immer noch einen etwas nassen Stumpf, aber zumindest nichts mehr mit Schnee, der später schmilzt und einem in die Quere kommt, zu tun. Das macht das Leben erheblich leichter. Also das wäre jetzt so die beste Option. Die wollen wir aber, wie gesagt, jetzt nicht. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit einem großen Stein, der in der Landschaft rumliegt. Irgendwie sowas. Also irgendwas, was sich eben aus dem Tiefschnee raushebt, ist umso wichtiger, je tiefer der Schnee eigentlich ist. Hier geht es ja jetzt noch von der Schneetiefe her. So, hier können wir jetzt noch mal zwei Sachen sehen. Erstens, hier steht ein Gras. Das ist jetzt ein einzelner Halm, nicht weiter dramatisch, aber wichtig. Wenn man so ein Zeug findet hier, und zwar in großen Mengen, das gibt es auch in sehr, sehr groß, und das ragt aus dem Schnee raus. Und das ist ganz, ganz, ganz viel und es gibt gar nicht mal so viel Schnee. Dann ist es tatsächlich durch sowas hier schon vorgekommen und auch möglich, dass man trotz Schnee einen kleinen Waldbrand verursacht. Wohlgemerkt, es ist eher ein kleiner Waldbrand,
doll ist der trotzdem nicht. Und das möchte man dann doch vielleicht gerne vermeiden. Ne? Also das soll heißen, einfach gucken, dass man eben auch bei Schneelage kein brennbares Material in der Nähe hat. Selbst wenn man jetzt in einer Notsituation ist und rechtlich gesehen keine Konsequenzen vom Feuermachen fürchten muss, hat man immer noch das Problem, dass man vielleicht eben nicht auch deswegen den Wald nicht anzünden möchte, weil ein Waldbrand ja auch für einen selber gefährlich sein kann. Drum einfach ein bisschen schauen, dass man eben in einer Landschaft ist, wo ein Waldbrand verursachen quasi nicht möglich ist. Auch nicht im Winter, beziehungsweise erst recht nicht im Winter. Was im Winter geht, das geht im Sommer erst recht. Ne? So, dann das ist jetzt auch nur zu Demonstrationszwecken da mal kurz hingelegt. Das ist eine sogenannte Feuerplattform, also eine Möglichkeit, wie man, wenn man jetzt nicht einen Sonderstandort nutzt, wie den Baumstumpf da eben, dann kann man sich auch mit dickeren Ästen, die dürfen übrigens auch noch erheblich dicker sein als diese, ich kann nur nichts allzu dickeres, kann ich nicht mehr bearbeiten, weil ich kein entsprechendes Werkzeug dabei habe. Und wenn man das eben auch nicht kann, dann muss man halt auch so dünne nehmen. Und, oder man findet unterm Schnee noch irgendwelche dicken, die halt schon ganz feucht sind und so weiter und baut sich daraus quasi eine Plattform auf den Schnee. Das ist die einzige Möglichkeit, hat man keinen Sonderstandort und der Schnee ist sehr, sehr hoch, dann muss man das so machen. Ja? Drum ist das auch eine wichtige Sache, das zu wissen, dass diese Feuerplattformmethode geht. Die ist halt nur eben dahingehend mies, weil der Schnee schmilzt darunter natürlich und dann sinkt das irgendwann ein. Dann läuft das Wasser von den Seiten, nachdem das ein bisschen eingesunken ist, auch nach. Und das kann einem wirklich das am besten, das bestgehendste Feuer, das man sich nur wünschen kann, kann einem durch sowas dann trotzdem entsprechend gelöscht werden. Ja? Also das ist schon so eine Sache. Trotzdem die einzige Möglichkeit bei richtig, richtig tiefem Schnee. Man muss allerdings der Fairness halber auch sagen, bei richtig, richtig tiefem Schnee ist es fast unmöglich, da überhaupt ein Feuer zum Laufen zu kriegen, wenn man eben nicht einen glatt geschliffenen Stein findet, also der Schnee runtergewehten Stein findet oder sowas in die Richtung. Ja? Du findest ja schlicht und ergreifend bei richtig tiefem Schnee dann auch irgendwann kein Brennmaterial, also keine Äste, die aus dem Schnee rausragen mehr. Hier die da zum Beispiel, die würden auch nochmal gehen, ne, als mögliches Brennmaterial. Und dann wird die Sache wirklich schwierig. Ja, jetzt sind wir ja in Deutschland. Und da gibt es in der Regel keinen so tiefen Schnee, dass man nicht vielleicht doch nochmal in der Lage wäre, da so eine kleine Kuhle auszuheben, um auf den Boden zu kommen. Der ist jetzt natürlich super feucht. Ja, gegebenenfalls ist er sogar gefroren, was unterm Schnee gar nicht mal, ja, kann schon sein, wenn es richtig schön knallekalt gewesen ist. In jedem Fall ist der nass. Das heißt, wenn wir jetzt ein Feuer da drauf entzachen, dann heizt er sich auf. Irgendwann beginnt das Wasser da auch zu verdunsten. Und das Problem ist dann, beziehungsweise zu kochen, wenn man so will, das Problem ist dann vor allen Dingen, dass dabei eben ein Haufen Energie abhanden kommt. Also jedes Mal, wenn Wasser seinen Aggregatzustand wechselt, von Eis zu Wasser, von Wasser zu Dampf, dann geht dabei jeweils ein Haufen Energieflöten sozusagen, die uns für unser Feuerchen zumindest dann nicht mehr zur Verfügung steht. Jetzt regt sich der Physiker auf, Energie kann nicht verloren gehen, kann auch nicht erzeugt werden, kann nur umgewandelt werden, blablub. Stimmt, aber wenn du hier hockst und ein Feuer haben willst, ist dir das scheißegal. Und für dich ist die Energie dann weg. Ja, ob die jetzt als Entropie ins Universum übergeht oder sonst was macht, das ist dir dann tatsächlich egal. Also liebe Physiker, seht's mir bitte an dieser Stelle nach, wenn das nicht ganz korrekt gewesen ist. So, Feuerstelle ist soweit hergerichtet. Anders als im Sommer muss man jetzt keine Kuhle graben und muss auch nicht groß aufpassen, dass sie jetzt eben am Rand nichts abfackeln kann, weil ja, das ist Wasser, ne? Und das brennt nicht. So, und nächstes Problem, wo lagern wir denn eigentlich unser Brennholz? Ja, da bietet sich zum Beispiel an, wenn es nicht so kalt ist, dass man die äußerste Jackenschicht tatsächlich nicht einfach anziehen muss, weil es halt saukalt ist, dann bietet sich so eine Regenjacke zum Beispiel an, um da ein bisschen sein Holz drauf sammeln zu können, ohne es gleich wieder in den nassen Schnee zu legen und es möglicherweise noch nasser zu machen, als es ohnehin schon ist. Ja, so, und das war's im Grunde mit den Vorbereitungen. Jetzt brauchen wir noch einen Zunder und dann gehen wir zur Feuerstelle.
Feuerstelle und dann machen wir ein ganz kleines Feuerchen. Rechtlicher Hinweis habe ich noch vergessen. Man darf in Deutschland kein Feuer machen, außer man hat eine Genehmigung. Ich kenne hier jemanden, der jemanden kennt, ne? Und soll aber auch keinen Unsinn anstellen. Und drum werde ich mich auch wirklich auf nur ein ganz, ganz kleines Feuerchen beschränken. Und nur so zu Demonstrationszwecken. Ab dem Punkt könnte man jetzt daraus ein großes Feuerchen machen, was wir nicht tun. Aber wenn wir diesen Punkt erreichen, dann haben wir es quasi geschafft. Ich hoffe, das funktioniert. So, also, jetzt Sattle. Das ist ein anderer oranger Beutel als der tot ist. Na, wer die Anspielung versteht, kann jetzt lachen. Ich sagte ja, ich habe noch mehr davon. Egal. Wie gesagt, jetzt brauchen wir viel Zunder. Das hier wäre zum Beispiel viel Zunder. Man kann natürlich auch, wenn man keine Naturzunder, oder wenn man sich einfach sagt, ja, mir egal, ich habe eh immer was zum Feuer machen dabei. Zum Beispiel habe ich immer irgendwelche Wachszunderchen. Das hier ist ein Wachsbollen mit Watte, also genau genommen eigentlich Watte in Wachs getunkt und das gibt dann so einen schönen Bollen. Brennt, wenn er mal richtig brennt, ist nicht ganz einfach anzuzünden, muss man wissen, was man tut, brennt der ziemlich ewig. Ja, mit sowas kann man das zum Beispiel ganz prima hinkriegen. Ich möchte jetzt aber eben zeigen, dass das auch mit reinen Naturzundern durchaus ein mögliches Unterfangen ist. Und da bietet sich natürlich die gute Birkenrinde an. Und man muss natürlich das Feuer auch richtig vorbereiten. Also zunächst mal brauchen wir eben reichlich Zunder. Dann brauchen wir eben erst dünne Zweigchen. Der hier ist mir für meinen Geschmack fast schon zu dick, aber ich habe nichts Dünneres gefunden. Also ganz, ganz dünne Zweigchen, wirklich so Zahnstocherniveau. Sowas hätte ich gern, weil je dünner der Zweig, desto schneller brennt er, desto schneller erreicht er eben die Zündtemperatur, die da notwendig ist. Weiß ich gerade nicht auswendig. Und ja, hier sowas. Sowas zum Beispiel. Seht ihr? Das da, hier diese ganz dünnen, das wären jetzt zum Beispiel die Zweigchen der Wahl. Die haben jetzt leider eben noch ziemlich viel Rinde, die sind auch noch recht feucht, die sind auch noch nicht lange abgestorben. Da sitzen zum Teil noch tote Knospen dran, ist also nicht optimal trocken, auch nicht im Inneren, aber von der Dicke her wären die ganz gut. Jetzt klebt hier noch so eine olle Flechte, die wollen wir auch nicht, weil die ist super feucht. Flechten brennen überhaupt nicht gut. Manche Leute denken immer, das wäre toller Zunder. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe noch nie gemerkt, dass irgendwie hingekriegt, dass eine Flechte gut brennt. Wäre mir jetzt neu, diese Eigenschaft bei den Dingern. So, ich wäre soweit. Dementsprechend würden wir dann tatsächlich jetzt hier mal so langsam ein klein wenig loslegen. Ja? Und unser Ziel, wie gesagt, ist so ein ganz kleines Feuerchen, wo man gute Chancen hätte, dass das eben dann auch so bleibt. Gut, die Menge Zunder möchte ich eigentlich nicht unbedingt verbrauchen, wenn es nicht sein muss. Wir fangen jetzt mal mit ein bisschen weniger an. Und zwar, ich zoome euch mal noch ran. Ja, für den Einstieg so ungefähr das hier. Ja, das muss man, kann man ruhig ein bisschen kleiner machen. Das war ja eben ein riesiger Fetzen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit so kommen. Und dann können wir immer noch unten drunter noch ein bisschen was nachschieben. Wobei, na, ich habe das Gefühl, das wird nicht ganz reichen. Machen wir gleich noch einen drauf. Wichtig ist dann im Übrigen, dass man schön nach oben stapelt. Ja? Also wir wollen kein breites Feuer, wir wollen ein hohes Feuer, weil die Hitze steigt nach oben und da wollen wir sie auch nutzen. Und dafür muss an dieser Stelle dann auch eben entsprechend Holz vorhanden sein. Das heißt, so eine Pyramidenform, die ist grundsätzlich schon nicht schlecht. Man kann auch vorher erstmal eine Pyramide bauen, den Zunder unten reinstecken und den dann anzünden. Das hat für mich aber bisher nicht so gut funktioniert. Gibt aber Leute, die schwören drauf. Muss jeder selber irgendwo für sich dann mal seine eigene Methode rausfinden. Moment der Wahrheit, dieses Feuerzeug ist nicht mehr das Beste. Aha. Meine Birkenrinde ist offensichtlich auch nicht mehr die beste. So, und in dem Moment, wo das jetzt hier drauf liegt, nutzt jetzt quasi die Birkenrinde die Energie von dem, was bei der Birkenrinde halt recht einfach brennt, nämlich das Betulin, ätherisches Öl, was da drin ist.
Und das trocknet mir jetzt in dem Moment, wo das da drauf liegt, auch bereits eben mein Holz, was ich oben drauf geschmissen habe. Und da das jetzt recht dünn ist, ist das auch entsprechend schnell trocken. Wenn man mag, kann man jetzt oben drauf auch noch ein bisschen Birkenrinde legen, damit das dann oben drauf auch recht schnell Feuer fängt. Oder halt anderen Zunder, wenn man einen anderen Zunder hat. Und wenn wir jetzt zu wenig Zunder hätten, ja, ich weiß, das sieht man mit dem Rauch gerade etwas schlecht, dann hätten wir eben das Problem, dass der Zunder dann einfach nicht ausreicht. Dann geht das Feuer da unten zu schnell aus, bevor die Energie gereicht hat, um unsere Stöckchen obendrauf so weit zu trocknen, dass die dann potenziell auch brennbar sind. Und momentan brennt bisher wirklich nur der Zunder. Da tut sich ansonsten noch gar nichts. Und drum lege ich hier jetzt auch noch mal welchen drauf, der dann hoffentlich gleich Feuer fängt. Das Holz ist einfach im Winter wirklich, wirklich nass. Und das macht die Sache echt schwierig. Birkenrinde brennt auch nass. Ja? Großer Vorteil. Ja, raucht extrem. Das ist eben die ganze Feuchtigkeit. Raucht auch viel mehr als sonst. Jetzt nimmt der Rauch langsam ab, weil das Holz langsam trockener wird. Und jetzt haben wir so kurz vor, ja, das ist jetzt Holzfeuer. Ja, da brennt jetzt also tatsächlich auch ein bisschen was von unserem Holz. Boah, echt schwierig mit dem Rauch. So, das sind jetzt die nächst dickeren Hölzer. Die brauchen etwas mehr Power zum Angehen. Aber es ist ja jetzt auch schon eine gewisse Grundhitze da. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das so funktioniert. Im Sommer wäre das jetzt schon längst völlig aus dem Gefahrenbereich. Also so ein scheiß Qualmfeuer hatte ich lange nicht. Oh Jesus. Puh. Seht ihr, jetzt versuche ich hier nach oben zu bauen. Also dieser Pyramidenaufbau hat schon was für sich. Man kann auch eine Pagode bauen oder andere Varianten. Da ist, kann jeder so machen, wie es ihm persönlich am liebsten ist. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, dass das eine besonders viel überlegen wäre dem anderen. Und ja, ihr seht, das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Aber das, was ich halt drauflege, hier an frischen Sachen, das qualmt halt ganz gewaltig, weil es halt eben noch so nass ist. Und es zischt auch, ne? Das hört ihr. Also das ist jetzt noch weit davon entfernt, ein sicheres Feuer zu sein. Jetzt muss man genau das richtige Händchen haben, im Holz nachlegen, dass man nicht zu viel nachlegt. Weil jedes Mal, wenn man was nachlegt, gibt man dem Feuer ja erstmal nicht was zu fressen, sondern man nimmt ihm erstmal Energie weg, weil was du drauflegst, ist ja erstmal nass. Drum, wichtig, niemals zu viel auf einmal, auch nicht zu wenig. Es darf natürlich auch nicht ausgehen, das Futter. Und das ist jetzt eine ganz feine Abwägerei, bis halt irgendwann dann auch genug Glut da ist. Und damit sich Glut effektiv ansammeln kann, muss der Boden auch erstmal trocken sein. Das heißt, wir müssen hier auch noch den ganzen Boden trocken brennen, sozusagen. Es ist übrigens tendenziell sogar ein bisschen einfacher, ein großes Feuer zu machen. Da hat man schneller eine Glut unten drunter.
Also jetzt kann man so langsam sehen, dass mir unten drunter inzwischen zwar alles trocken ist, aber da ist auch gar nicht mehr so viel unten drunter. Und die oberen, die dickeren, die ich jetzt draufgelegt habe, die brennen halt alle noch nicht. Die müssen noch trocknen. Und jetzt können wir nur hoffen, dass wir jetzt unten drunter inzwischen schon genug Substanz haben, dass es eben reicht zum Trocknen der oberen. Ich würde, wenn ich jetzt noch was drauflegen würde, wäre also jetzt ein Fehler an dieser Stelle. Aha, jetzt geht es so langsam, schlägt es durch. Ja, die Flammen werden höher, gutes Zeichen. Auch weniger Rauchentwicklung inzwischen, bin ich mehr am Sterben. Okay, und so allmählich sieht es so aus, als hätten wir es geschafft. Ja, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich war mir nicht sicher, ob ich das heute auch hinkriege. Ja, also weiteres Vorgehen wäre jetzt, ich lasse es gleich ausgehen, wirklich langsam, behutsam dünne Stöckchen nachlegen. Wichtig, dünne Stöckchen, ja, die trocknen eben schneller. Und erst wenn wir jetzt unten drunter wirklich ein fettes Glutbett haben, ein fettes, das kannst du jetzt locker eine halbe Stunde mit dünnen Stöckchen weitermachen. Dann, wenn du ein fettes Glutbett hast, dann kannst du langsam anfangen, so fingerdicke Sachen draufzulegen. Bisher habe ich so versucht, so bleistiftdicke Sachen, teilweise sehr dicker Bleistift, diese fetten Buntstifte vielleicht. Aus dem Kunstunterricht, so diese Kategorie, sowas in die Richtung draufzulegen. Ja. Aber das muss man jetzt wirklich noch eine ganze Weile so weitermachen. Aber wenn die Glut dann da ist und die Glut auch bleibt, weil der Boden dann auch inzwischen trocken ist, ja, und die Glut auf was nicht dauernd Energie verliert, indem sie auf dem Boden liegt, dann sind wir fein raus und dann haben wir unser Feuer. Und wenn uns dann nicht langfristig das Holz ausgeht, dann haben wir unser Feuer notfalls auch die ganze Nacht. Ja? So, und das passt. Mehr lege ich da nicht drauf. Da gucken wir jetzt noch ein ganz kleines bisschen zu. Und ich hoffe, das war einigermaßen hilfreich. Aber den Zunder, den ich da jetzt draufgepackt habe, den habe ich wahrscheinlich mehr oder weniger gebraucht. Also ein ganz kleines bisschen von der vielen Birkenrinde hätte ich vielleicht noch behalten können. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt tatsächlich so notwendig. Ne? Gut. Ich sag schon mal Tschüss. Und ja, bis morgen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen ins Feuer gucken. Wenn nicht, macht einfach aus.